Aufgabe bei einem Streichinstrument ist halt sehr vielfältig, dass man halt das Instrument so einrichtet, dass es optimal klingt. Das fand ich immer sehr spannend, weil an der Geige können so viele Dinge verändert werden. Es sind zwar immer nur Kleinigkeiten, aber die verändern einfach immer das Ganze. Und deswegen fand ich das immer ein interessantes Instrument. Ich bin jetzt seit 26 Jahren hier selbstständig und meine Werkstatt, die da auf dem Bild ist, das ist quasi die erste Werkstatt in der Semmelstraße gewesen und danach war ich 9 Jahre dort und nach 9 Jahren habe ich mir größere Räume gesucht und bin seitdem hier in der Bergbaustraße. Ich habe mich entschieden, für Streichinstrumente zu arbeiten und egal ob das Geigen oder Bratschen, Celli, Kontrabässe, manchmal sind es auch Gampen, also im Prinzip ist das mein Alltag. Ich meine, letztendlich gibt es verschiedene Musikrichtungen und es gibt verschiedene Arten. Aber es wird immer so sein, dass man halt bestimmte Sachen an den Instrumenten verändern muss oder es geht auch mal was kaputt oder sonst wie. Also insofern gibt es eigentlich keinen Grund, warum es keinen Geigenbauer geben sollte.